Was? Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zurück zu Don't Knock Twice in VR, das Ganze. Ja, zuletzt haben wir diese zwei netten Werkzeuge gefunden, Werkzeuge der Gewalt und des Hasses. Weiß noch nicht genau, was wir damit machen sollen. Also ich bin mir unschlüssig. Vielleicht einfach nur vor mir. Vielleicht so. Was zur Hölle? Vielleicht müssen wir irgendwie nur so rumlaufen nachher. Ne? Weiche. Irgendwie so. Keine Ahnung. Ja. Lege ich jetzt da mal ab, weil ich muss da vorne einen Code eingeben. 4862, wenn ich mich nicht täusche, wenn ich mich recht erinnere. Wir werden das aber auch gleich sehen. Wollt ihr mich veralbern? Wie soll ich denn so arbeiten, Leute von heute? Ah ja, muss ich also immer wieder mal. Kann ich das nicht in die andere Richtung, dass das schneller geht? 8. Ich sehe es leider auch gar nicht. Genau, PlayStation VR ist ja leider Gottes im Vergleich zu den Kollegen vom PC noch ein kleines bisschen unscharf. 4, 8. 6, 2. Ich würde aber auch eher ein klitzekleines Stück näher rangehen. Vielleicht lässt mich das Spiel das ja auch machen. Ja, genau. 8, 6 will ich ja. Ich will hier eine 6, Leute, von heute. Bitte. Bitte. 6. Nein, andere Richtung. Was? War's das? Oh, ein Ring, guck mal. Kenn ich den? Tschüss. Mein lieber Schieber, das war jetzt kurz. Das war von den Programmierern wahrscheinlich schon ein bisschen anders gedacht, so dass man sich vielleicht nicht bewegt und dann so die Hände so um sich rum kommen sieht. Schön langsam. Aber gut. Ich bin ja wachsam. Na komm jetzt. So, wenn die gute Frau mir zu nahe kommt, dann kriegt sie das halt einfach ins Gesicht. So. Ja, was müssen wir denn jetzt hier noch wahrlich Böses tun eigentlich? Beziehungsweise was müssen wir hier generell noch tun? Bin nämlich völlig auf dem Holzweg gerade, glaube ich. Bin nicht völlig auf dem Holzweg. Allerdings weiß ich auch nicht zu 100%, was jetzt zu tun ist als nächstes. Aber ich nehme mal an, es läuft darauf hinaus, dass wir irgendwie irgendwann wieder zurück müssen in den Altarraum oder halt in diesen Ritualraum, ne? Da bin ich mir ziemlich sicher. Ist das ein anderes Schlafzimmer oder waren wir da schon? Lass mich mal durch hier. Alter Verwalt. Nee, das ist ein anderes, oder? Hier war. Oder? Hier waren wir doch eigentlich schon mal. Ich meine, hier waren wir schon mal. Das war nämlich hier, wo man rausgeguckt hat und wo da der Käfig hing da vorne. Genau. Das heißt, das ist uns nicht völlig unbekannt. Ich weiß nicht, ob wir da reingekommen sind. Ich glaube, das war. Ah ja, das war jener interessante Kleiderschrank vorher. Da wird ja jetzt wohl nichts mehr passieren. Da ist ja eigentlich schon was passiert. Daher gehe ich davon aus, dass ich jetzt wieder weggehen kann. Ich weiß jetzt halt eben nur nicht, wohin.
Jetzt habe ich das mit der Puppe gemacht. Die war in Flammen. Ich glaube, also ich meine, ich habe das Wasser an den Altar gebracht, so mehr oder weniger. Ich habe diesen Ring gefunden. Dieser, der diesen Diener da irgendwie gehört. Also ich könnte fast beschwören, dass ich eigentlich da wieder hin muss. Also jetzt liegt der Ball im Brunnen. Den habe ich vorher nicht in den Brunnen gelegt. Das ist äußerst mysteriös. Der Sache muss ich nachgehen. Ja, es führt mich unweigerlich wieder hier hin. Ist jetzt nicht wahr, oder? Jetzt lege ich das kurz ab. Ich will nur diese Tür öffnen, bitte. Ich will nur diese Tür öffnen. Alles klar. Naja. Sei es drum. Also, wieder da runter. So. Da ist jetzt die Puppe. Da sind erst zwei Sachen. Ich brauche da... Hä? Ach, der Ring, doch. Da ist das Diadem. Und ich würde nicht ich sein, wenn ich da nicht reingehören würde. Ich behaupte zumindest mal, dass ich da reingehöre. Ich bin nämlich der, der etwas furchtbar Böses tut. Ist aber noch nicht weiß. Und das Kind hier ist weg. Ja. Und da ist noch eine interessante Notiz, die wir vorher übersahen. Deswegen lesen wir sie jetzt. So, Tagebuch von Jess, 11. Oktober 2016. Die letzten Tage waren so anstrengend. Chloe hasst mich, aber ich gebe ihr keine Schuld. Ich versuche es wieder gut zu machen und ihr zu zeigen, dass ich nicht mehr die Person bin, die für so viele Jahre unfähig war, auf sie aufzupassen. Sie von mir nehmen zu lassen, war die schwierigste Entscheidung meines Lebens. Aber es war die richtige. Ich brauchte Selbsthilfe. Manchmal, selbst jetzt, sehne ich mich beim Einschlafen nach einem Schuss. Gott sei Dank habe ich meine Arbeit, die mich ablenkt. Gestern verbrachte ich die ganze Nacht an meiner neuen Skulptur. Ich bin mit dem Entwurf immer noch nicht ganz zufrieden, aber es kommt der Sache näher. Ich wünschte nur, ich könnte dasselbe über meine Beziehung mit Chloe sagen. Hallo? Wieso liegt das? Ich will das ja... Ah, jetzt ja. Ich weiß nicht, ob ich das brauche, aber ich nehme es mal lieber mit. Es hat einen Grund, warum man die nehmen kann. Also, jetzt müssen wir nochmal gucken. Also wir haben da das Wasser, wir haben da das Feuer, wir haben da... Ja, Diadem, was macht das? Erde? Ne? Und da muss ich bestimmt rein. Also 100 Pro. Ich mach das einfach mal. Vielleicht darf ich nichts mitnehmen. Der Geist, irgendwie der Geist. Ja. Ja, nun? Okay, also ich bin es vielleicht dann doch nicht, der hier rein muss. Vielleicht das Kind, was in seinen Arm oder was in den Armen dieser Statue hier war. Aber wo ist denn das Kind? Wo ist denn das Baby? Ist das hier drin? Kann ich auch nichts mehr machen? Ja nun? Was tun? Was hast denn du da? Hast du mein Kind? Nö. Also was anderes fällt mir jetzt gerade nicht mehr ein. Wenn das Kinderdingsbums nicht mehr da ist, dann weiß ich nicht,
was da außer mir noch rein sollte. Jetzt muss ich das Ding finden, das Kind. Aber wo? Wo soll ich denn das jetzt suchen? Da geht's auch nicht. Moment, da ist wieder zu. Ich hole mal wieder meine Äxtchen. Ich hab die ja, denke ich, nicht ohne Grund. So. Ja, hätte ich mir eigentlich überdenken können, dass es bei diesen Riesentoren nicht geht. Okay. Freunde der Sonne. Da muss noch was hin. Und ich, wenn ich es nicht selber bin, dann ist es diese kleine Kinderstatue da. Ich hänge fest. Ach, ist das toll. Wo soll denn diese Kinderstatue sein? War irgendwo ein Kinderzimmer mit einer Wiege oder so? Das wäre jetzt noch so eine logische Sache. Mehr oder weniger logisch zumindest. Geht das hier auf? Ja. Da ist jetzt auf jeden Fall das Klavier. Da war noch ein Vorhängeschloss dran, das weiß ich. Also zumindest meine ich mich an eins zu erinnern. Genau. Ah, Servus, habe ich gesagt. Okay, da geht es doch tatsächlich weiter. Also das habe ich jetzt hier wohl auch gebraucht. Ne? Sonst würde ich da nicht langkommen. Ja. Irgendwo war nochmal ein Vorhängeschloss, aber ich weiß es nicht mehr, wo es war. Und ich habe auch ehrlich gesagt nicht wirklich Lust, es zu suchen. Nicht, weil es mir jetzt nicht Spaß machen würde. Ich möchte das Video jetzt auch nicht unsinnig lang strecken. Deswegen, ja, vielleicht kommen wir auch noch später dazu. Ich weiß es ja nicht. Ich gehe jetzt einfach mal hier rein. Himmel. Ach, schon. Da kriegst du die Krise. Also ist ja nur wirklich nicht schön. Kann jetzt nicht sein, oder? Dass ich hier... ist das wirklich der Fall jetzt? Leute von heute, bitte. Also gut, freundlich. Sehr vielen Dank. Also wirklich... So, was mache ich denn jetzt hier Schönes? Gibt es hier noch ein Vorhängeschloss? Da liegt auf alle Fälle irgendwas Helles am Boden. Ich weiß nicht, ob das... Nee. Schön, dass ich jetzt hier bin. Ah, da ist irgendwas. Okay. Aha, interessant. Dann gehen wir noch mal hoch, ne? So. Das wirkt ja... Aha! Da schau her. Jetzt kommt bestimmt die Hexe wieder. Ah, jetzt muss ich hier. Moment.
fast sie alle schon. Du musst gehen. Jetzt. Ich glaube, es will dich holen. Oho, es will mich. Ja. Allerdings. Ah, so gehen die jetzt weg. Tatsächlich. Okay. Nee. Ab und zu mal tatsächlich. Ja. Habe ich festgestellt, drauf gucken, wo ich stehe. Aber scheint jetzt alles gut zu sein. So, jetzt bin ich wieder hier. Toll, Putsch. Tolle Wurst. Habe ich gedacht, kann ich hier noch ein bisschen rumfackeln. Okay. Also, dann würde ich sagen, toll, dass wir das jetzt endlich geschafft haben. Jetzt haben wir alles zusammen. Wir schauen uns dann gemeinsam. Ich weiß jetzt echt nicht, wie lang schon ist. Kann sein, das waren jetzt nur 10 Minuten. Ich habe leider jegliches Zeitgefühl verloren. Aber ist dann halt so. Mensch, Leute, ist dann halt so. Wir werden uns auf jeden Fall im nächsten Video anschauen, was da jetzt passiert bei dem Pentagramm. Und ja, dann bin ich der Überzeugung, dann kann es auch nicht mehr allzu lange dauern. Ja, wie immer, Däumchen da lassen, wenn es euch gefallen hat. Und ein Abo, falls ihr es noch nicht gemacht habt. Und ein Kommentar wäre auch ganz toll. Herzlichen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Video.